Und damit hier im Studio, hallo an Generalleutnant AD Roland Carter, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wollen natürlich auch direkt nach Kiew vor allem blicken, denn dass die ukrainische Hauptstadt heute mit angegriffen worden ist, als eine von Dutzenden Städten, das hat eine ganz besonders symbolische Kraft, oder? Natürlich hat das eine besondere symbolische Kraft. Ich muss allerdings gestehen, ich habe genau damit gerechnet. Man muss einfach auch zugestehen, durch den Angriff auf die Brücke bei Kertsch, also dieses auch höchst symbolhafte Brückengebilde, das ja zwei Dinge erfüllen muss. Zum einen die Versorgung der Menschen auf der Krim und der Streitkräfte. Zum anderen aber auch diesen symbolhaften Charakter hat, weil Putin selbst hinter dieser Brücke stand, um eine Landverbindung zwischen der Ostukraine und der Krim herzustellen, ist angegriffen worden. Und ich bewerte das schon auch als weitere Eskalationsstufe in diesem Krieg. Und mir war völlig klar, wenn zumindest oberflächlich erkannt sein würde, wer dahinter steckt, dann würde es zu einer Reaktion kommen. Die Frage ist, welche. Ich habe exakt damit gerechnet, dass damit auch die Hauptstadt Kiew im Mittelpunkt stehen wird. Einfach, weil auch dieses eine symbolhafte Bedeutung ist, wenn ich die Hauptstadt eines Landes massiv unter Raketenbeschuss nehme und vor allen Dingen kritische Infrastruktur beschieße. Und nicht nur dieses, sondern wenn ich dabei auch in Kauf nehme, dass zivile Infrastruktur, dass wieder mal Schulen, Krankenhäuser und damit viele Menschen in Angst und Schrecken gejagt werden. Aber genau das ist gewollt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.